Wenn ich an die Zeit bei der Bundeswehr zurückdenke, speziell an den Einzelkämpferlehrgang Teil 1 und 2, da war es so, dass wir mit über 30 Leuten gestartet sind und weniger als die Hälfte haben durchgehalten. Und das Gleiche gilt auch für Sport, Fitnesstraining, Joggingziele, Marathonziele. Viele starten gemeinsam und häufig war ich der Letzte, der durchgehalten habe. Und auch in der Selbstständigkeit fangen viele an, was zu starten, aber wenige haben den Willen, durchzuhalten. Und ich werde dir deshalb in diesem Video ein paar Erkenntnisse aus meiner Welt, aus meinen Erfahrungen auch mitteilen, wie du deinen Willen stärken kannst. Und diese Fragen zum Thema Willen und wie er genau funktioniert, habe ich mich nicht nur in der Armee gestellt oder in der Polizei damals bei den Razzien, sondern ich habe es mir auch als Unternehmer gestellt, denn in über 20 Unternehmensgründungen habe ich viele Krisen erlebt und viele Punkte, wo ich hätte aufgeben können. Und als Coach, Seelsorger, Berater, psychologischer Berater und Trainer schaue ich auch bei vielen Menschen ins Leben hinein. Und besonders als Survival-Trainer, wenn ich draußen mit der Gruppe unterwegs bin, sehe ich genau, wer willensstark ist und wer eher weniger willensstark ist. Und mich interessieren natürlich auch die Unterschiede von diesen Menschen und die will ich dir hier weitergeben. Und ich lade dich ein, auch ein wenig mehr mit den wissenschaftlichen und psychologischen Hintergründen zum Thema Willen auseinanderzusetzen. Denn dann wirst du feststellen, dass die Wissenschaft sich noch gar nicht richtig einig ist, was der Wille genau ist, wo er herkommt, was er bewirkt und wie weit du und ich darauf einwirken können. Es gibt also wissenschaftliche Untersuchungen, wo festgestellt worden ist, dass Menschen in einer bestimmten Situation Reize wahrnehmen und das Unterbewusstsein schon eine Willenstendenz, eine Richtung schon vorgibt, und zwar bis zu einer Sekunde, bevor der Mensch mit seinem Bewusstsein die Entscheidung getroffen hat. Und wenn du dich an dein letztes Fitnesstraining oder Gewichtsreduktionsprogramm erkennst und dir vorgenommen hast, die Tafel Schokolade werde ich nicht essen, ich werde sie keinesfalls heute essen, ich werde sie also nicht vollständig aufessen, ich werde sie auch nicht so liegen lassen und du dann doch nachts um 1:30 in der Küche stehst und sie komplett aufgefuttert hast, dann wirst du wissen, wovon ich hier spreche. Denn Wille sagt nicht essen und irgendwas in dir gibt dir einen Impuls und du tust es doch. Und die Witze gibt es zahlreich zu Jahresbeginn, wenn die Menschen sich mit guten Vorsätzen in das neue Jahr begeben, aber schon nach 1-2 Wochen oder Monaten damit über Bord geworfen haben. Das bedeutet also, es scheint in unser Leben etwas zu geben, was Einfluss nimmt auf unseren Willen, ein innerer Kampf. Und einige Wissenschaftler, gerade auch im ethischen Bereich, steht das zur Diskussion, sagen, dass wir gar keinen freien Willen haben, sondern unser Unterbewusstsein, unser Willen oder die Tendenz vorgibt. Während also die erste Gruppe von Wissenschaftlern sagt, dass unser Wille heraus beeinflusst wird von unserem Unterbewusstsein, gibt es eine zweite Gruppe der Meinungsanhänger, die sagen, du musst nur genug Selbstdisziplin haben, dein Wille muss nur stark genug werden und dann wirst du alles schaffen, egal was in deinem Unterbewusstsein ist. Nun, ich glaube, dass diese Gruppe irgendwann an ihre Grenzen kommt und ich glaube, dass es hier noch eine dritte Lösung geben kann. Und es gibt die dritte Möglichkeit, wovon ich überzeugt bin, dass so unser Wille stärker werden kann. Hier unterteilt sich nämlich deine und meine Aufgabe in zwei Rollen. Die eine Rolle ist nämlich Verantwortung dafür zu übernehmen, was in das Unterbewusstsein hineinkommt. Also dort einen Filter einzubauen, wie bei deinem Computer, der Viren von guten E-Mails unterscheidet. Du hast also die Aufgabe, dein Unterbewusstsein selbst zu programmieren. Und zwar so zu gestalten und so auszuformen, dass dann in der gewissen Situation, wo du einen Output-Wille brauchst, dein Unterbewusstsein optimal vorbereitet ist. Und hierzu gibt es inzwischen verschiedene Disziplinen, die dir helfen, dabei fitter und willensstärker zu werden. Nicht nur, dass du resilienter wirst, widerstandsfähiger, sondern dass du tatsächlich eine Verhaltensveränderung auch durchführst, also deine Transferstärke steigerst. Deine Aufgabe ist es also, ab heute Verantwortung zu übernehmen für dein Unterbewusstsein, damit es so umprogrammiert wird, dass die Willensentscheidungen rauskommen, die du in der Zukunft brauchst. Und wie geht das? Das geht so ähnlich wie bei deinem Computer. Wenn du damit also Textdokumente schreiben willst, PowerPoint-Präsentationen machen möchtest oder Grafiken und Videos bearbeiten, dann weißt du, dass Windows oder andere Betriebssysteme alleine nicht ausreichen. Du brauchst die speziellen Anwenderprogramme und installierst die. Bei unserem Gehirn ist es ein wenig anders. Hier geht es über das Denken, Reflektieren, über das Lesen. Es geht über Erfahrung machen, also kausal Zusammenhänge in der Natur zu erwerben. Es geht aber auch durch Coaching, sprich, dass du dich mit einem Mentor oder Coach zusammensetzt und die Situation in der Vergangenheit und in der Zukunft durchsprichst, verschiedene Perspektiven einnimmst, neue Handlungsmaßnahmen und Alternativen erarbeitest und die wiederholst, abwägst, optimierst. Und dann
schon heute eine Entscheidung triffst, die du in deinem Unterbewusstsein abspeicherst, die in der Zukunft dann nur noch abgerufen wird. Wenn du also tatsächlich aufhören möchtest mit dem Schokoladentafelessen, dann mach dir einfach bewusst, wenn du beispielsweise bei einer Tierschlachtung dabei bist, wie das Fett dann zwischen der Haut und dem Muskelgewebe aussieht. Und dann frag dich, ob du möchtest, dass diese Tafel Schokolade für den Rest deines Lebens zwischen deiner Haut und deiner Muskulatur eingespeichert wird in Form von Fettzellen. Geh vielleicht auch zu einem Zahnarzt und lass dir Bilder zeigen, wie die Zähne aussehen, wenn du zu viel Zucker isst. Und mach dir einfach Gedanken darüber, wenn du deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin findest, vielleicht am Strand, du dich aber nicht traust zu entkleiden, weil du den Anblick keinem zumuten kannst. Und dann besorg dir noch Informationen dazu in dein Unterbewusstsein, wie dein Körper wirklich funktioniert und was er wirklich braucht. Er braucht wenig Kohlenhydrate und sogenannte Makronährstoffe. Er braucht viel eher Mikronährstoffe. Er braucht die guten Enzyme, die guten Mineralien, die Spurenelemente, die Vitamine und vielleicht auch gesundes Eiweiß. Und Kohlenhydrate steht da ganz am Ende, meistens noch nach den Ballaststoffen. Das heißt, wie wirst du also willensstärker? Ganz einfach, durch Ausbildung deines Unterbewusstseins, dass du die Herrschaft übernimmst über die Informationen, die reinkommen. Und da heißt es auch schon mal, einen Riegel vorzuschieben vor Netflix, vor unkontrollierten Kinos und Horrorfilmen, vor irgendwelchen Spielen oder den Meinungen aus deiner Nachbarschaft, von deinen Freunden oder von den Medien. Das gilt es zu blockieren. Und du darfst selbst entscheiden anhand den Entscheidungen, die dein Wille in der Zukunft treffen soll, welche Informationen, welche Bücher, welche Weltanschauungen tatsächlich Platz haben sollen in deinem Unterbewusstsein. Und du wirst feststellen, dass eine schleichende Umprogrammierung deines Unterbewusstseins passiert. Und das Ergebnis ist, du triffst bessere Entscheidungen und du triffst die Entscheidungen auch trotz aller Versuchungen und Widerstände, die du vorher nicht in der Lage warst zu treffen. Und wenn du diesen Weg der Umgestaltung zu einer noch besseren Unternehmer oder Führungskraft werden willst oder dich einfach selbstständig machen willst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn dann können wir für dich den passenden Berater und auch Coach finden, der dich begleitet. Denn wir haben nicht nur Unternehmensberater, Marketingberater, Rechtsanwälte und Steuerberater, sondern auch professionell zertifizierte Coaches. Und die helfen dir gerne dabei, dein Unterbewusstsein so umzugestalten, dass du als Unternehmer die Entscheidungen triffst, die zweckmäßig und zielführend sind. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Vergiss jetzt nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und gerne darfst du uns auch weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer.